Ja, lässt sich kostengünstig ein Autodarts kamerabasiertes Zählsystem aufbauen? Darüber berichte ich in diesem Vlog. Das ist heute Teil 2. Wenn du noch nicht ganz genau weißt, was genau ist jetzt Autodarts, wie funktioniert das im Wesentlichen, dann schau einfach mal mein erstes Video dazu an. Link findest du auch in der Videobeschreibung. Oder noch viel besser, von einem der Macher selber, nämlich Robbel, gibt es auch ein sehr gut gemachtes Video, was dir auch ein bisschen erklärt, welche Hardware du wie zusammensetzen kannst, um da auch zu einem guten Autodarts-Erlebnis zu kommen. Ja, im ersten Teil war mein Erlebnis ein bisschen getrübt durch einen technischen Fehler, Defekt in meinem aktiven USB-Hub. Da wollte ich drei Kameras dran betreiben, dann fing der Hub aber das Qualmen an und zwei Kameras sind mir abgeraucht. Aber nicht so wild. Ich habe jetzt einfach mal weitere nachgeordert. Die sind gestern gerade gekommen. Ich baue das Ganze jetzt fürs Erste, um das auch sehr einfach nachzuvollziehen und einzurichten und auch nicht viel Geld dafür auszugeben, mit ganz einfachen Webcams auf, und zwar den Orki LM1. Heißen die. Und das habe ich ja im ersten Video schon gezeigt. Ich habe mir jetzt erstmal die zur Verfügung gestellten 3D-Druckdateien genommen, habe mir einen Haltefuß gedruckt, passend für eben die sehr einfache Webcam-Halterung mit Stativgewinde, sodass man sie eben sehr easy hier draufschrauben und ausrichten kann. Zum ersten Ausprobieren und so, finde ich, ist es ganz gut, um hier Erfahrungswerte zu sammeln. Aber klar, wenn man jetzt so ein bisschen guckt, dann sind die Webcams halt von ihrem Gehäuse so ein bisschen breiter und die Arme an sich sind ja schon deutlich schlanker und das geht auch mit anderen Kameramodulen. Und das habe ich mir schon vorbereitet. Zum einen gäbe es für die Orki-Cams zum Beispiel auch diese Gehäuse. Dann nimmt man die Kameras aus ihren Gehäusen raus. Das hat Robbel auch in einem Video schon sehr schön erklärt und gezeigt. Machst du natürlich auf, sage ich mal, eigene Faust, dann hast du keine Garantie, aber es ist kein Hexenwerk. Und dieses Gehäuse ist insgesamt dann schon mal ein bisschen schmaler und auch fester, denn die werden auf solche Flexi-Arme hier dann verschraubt. Dann kriegt das Ganze hier eine entsprechende Abdeckung und damit ist das System halt soweit auch fest, dass wenn du mal einen Kameraarm oder so kommst, du dann nicht irgendwas verrückst. Zweite Variante, und da warte ich eben drauf, ist dann die wirklich schmale Variante mit diesem Arm, die dann für entsprechende Kameramodule gedacht ist. Das ist dann nur noch hier so ein ganz schlanker Kasten. Zum Beispiel für die OV9732 Cams. Ich glaube, ich habe jetzt 6 Stück geordert, dass ich einfach nochmal ein Set komplett habe. Und da habe ich dann pro Modul gerade mal 8 € bezahlt in einer Rabattaktion. Oder wenn man halt diese mehr oder weniger flexiblen Arme, wo dann beliebiger Kamerakopf drauf kann, nicht nutzen möchte und genau weiß, was man braucht, gibt es auch schon komplett integrierte, so wie den hier, den habe ich auch schon mal gedruckt. Der kriegt dann hinten halt so einen passenden Deckel wegen der Kabelführung, aber da wird die Kamera dann direkt drin verschraubt, beziehungsweise das Modul guckt dann hier entsprechend raus mit der Linse. Und das gibt es halt alles schon direkt bei Autodarts. Könnt ihr euch entweder selber drucken oder drucken lassen. Dafür auch nochmal Link unten in der Videobeschreibung. Bei Karls 3D hat Robbel für 10 € eine wirklich super geile Datei zusammengefügt. Da sind dann Vorlagen drin, wie ihr euch zum Beispiel eine MDF-Platte fräsen lassen könnt, dass die direkt die richtigen Maße und Abstände für die Kamerahaltearme hat. Dann habt ihr hier alle möglichen Varianten inklusive Standfüßen und zum Beispiel diesen modularen Köpfen für die Kamerahaltearme und sogar noch einen Do-it-yourself-LED-Beleuchtungsring, den ihr ebenso drucken könnt und mit einer eigenen LED dann versehen. Also da ist wirklich tutti kompletti alles drin. Wenn euch das aber nichts ist, wendet euch direkt an Robbel über den Discord, denn der druckt euch die Teile in einer 1A-Qualität inklusive der ganzen Rampamuffen und Verschraubungen für die Systeme, wie ihr es auch spielen wollt. Also ihr braucht ja nur noch sagen, ja, ich will so Arme zum Beispiel für die Orki-Cams oder ich nutze Cam-Module wie die ELP oder OVCAM, aber das Ganze dann mit einem WinMore Plasma oder aber auch, und da gibt es dann noch Adapter, die ihr mit ausdruckt, zum Beispiel für ein Target-Corona-Lichtring. Bis hin, wie gesagt, zu auch der Do-it-yourself-Lösung inklusive dem 3D-gedruckten Lichtring. Also alles direkt auch über Robbel zu beziehen. Dann macht das auf jeden Fall. Wie gesagt, ihr unterstützt damit auch die Finanzierung und die Weiterentwicklung des Autodarts-Projektes insgesamt. So, und damit zurück zu meinem eigenen Projekt. Die Orki-Cams habe ich hier installiert. Ich habe einen kleinen Mini-Rechner inzwischen bekommen, wo ich die Kameras dann direkt anschließen kann. Auf dem habe ich mir dann Linux installiert, ein Q4 OS. Und damit habe ich eigentlich alles, um Autodarts jetzt auch einrichten und spielen zu können. Und genau das habe ich jetzt vor. Den Rechner starten, gucken, dass die Cams erkannt werden, Boardmanager aufrufen, dann die Kameras entsprechend ausrichten, Kalibrierung machen und wenn das hinhaut, kann schon gespielt werden. Und ja, so viel kann ich schon mal sagen. Ich habe es hinbekommen. Die ersten Legs habe ich gespielt und es macht echt riesen Spaß. Aber ja, Do-it-yourself-Lösung. Da gibt es viele Wege und Möglichkeiten und auch den ein oder anderen Tipp bzw. Kniff, um sich das Leben leichter zu machen. Wunderbar.
Mein Thin Client mit einem Linux ist installiert. Ich muss auch sagen, ich als absoluter Nicht-Linuxer habe das selbst auch eigenständig und super easy nach Anleitung hinbekommen. Zum einen ist dafür eine grobe Anleitung auch auf Autodarts verfügbar und zum anderen gibt es für dieses Q4 OS, das ist das hier installierte, auf Ubuntu Linux basierte System, das halt überhaupt nicht hardwarehungrig ist und auch mit neuer wie auch älterer Hardware super funktioniert. Das ist jetzt hier nach der Installation auch als Quelle schon mal mit dabei, Q4 OS. Da das Ganze ja webbasiert ist, ist das Schöne eben, du kannst dich dann in deine Autodarts Oberfläche einloggen und mit deinem registrierten Board, und so werde ich das machen, zum Beispiel auf einem zweiten Rechner bzw. auf dem Tablet, dann das ganze Autodart-System verwalten und die Anzeige damit machen. Aber wenn euch das nochmal interessiert, kann ich dazu ein separates Video machen, wie genau ich das Ganze installiert habe und so weiter. Denn ich denke, wenn man sich wirklich preiswert so ein kamerabasiertes Zählsystem mit Autodarts einrichten möchte, dann ist eigentlich so ein Mini-PC oder Thin-Client auf Linux basiert eine super geile Wahl. Und ich sage ja, ich habe es ja auch hinbekommen mit ein bisschen Anleitung, Lesen und Nachverfolgen, ein paar Fragen im Discord und schon läuft die Kiste hier. Und den Rest mache ich dann, wie gesagt, über ein Tablet oder Notebook. Und da ist vollkommen wurscht, auf welchem Betriebssystem das dann läuft. Ob das ein Windows ist oder ein Mac. Das ist halt das Schöne bei einer webbasierten Oberfläche. Du brauchst ja nur einen Internetzugang und kannst dann auf dein Board zugreifen. Nachdem Internet läuft, kann man natürlich auf Autodarts bzw. auf die Docs nochmal zugreifen. Docs Autodarts.io. Denn hier geht es dann bei der Installation unter Linux auch darum, wie kriege ich quasi Autodarts jetzt auf dieses System. Und da habe ich auch nichts anderes gemacht, als in der Konsole diesen empfohlenen Befehl hier einzugeben. Und damit zieht sich die Kiste dann automatisch die jeweils aktuelle Version. Im Grunde genommen auch schon wieder ein No-Brainer. Und damit läuft die Kiste quasi bei jedem Neustart automatisch auch mit Autodarts. Jetzt mache ich das hier mal kleiner, weil das nächste Ding ist, um den Boardmanager aufrufen zu können, brauchst du die IP-Adresse von genau diesem Rechner, auf dem Autodarts jetzt läuft. Und das hier unter Linux auch ziemlich einfach rauszufinden. Man ruft sich die Konsole auf, gibt hier IPA ein oder IP-Address. Hier ist dann die eigene URL zu finden, beziehungsweise die IP-Adresse 192.168.2.204. Und beim Boardmanager, um den aufzurufen, muss man hinten nur noch einen Doppelpunkt 3180 eingeben. Wie du siehst, 192.168.2.204 und dann Doppelpunkt 3180 und schon bin ich direkt in meinem Autodarts-Monitor. Also bin ich hier in meinem Boardmanager und das nächste Ding ist ja zu schauen, ob die Kameras, die jetzt an dem Thin Client hängen, erkannt werden. Also geht es hier einmal rein in die Config und das hatte ich ja auch schon im ersten Vlog erwähnt. Die Board-ID, wenn man sich einmal bei Autodarts registriert hat, wird einem zugeordnet, die kopiert man hier rein. Genauso wie der API-Key, also die Schnittstellenkommunikation zwischen Client und Server. Das kommt hier rein und dann sind hier unten schon die Kameraanzeigen. Wenn alles klappt, gibt es hier ein Dropdown-Feld und du hast die Auswahl zwischen genau drei Cams. Bei mir siehst du, LM1E steht hier hinten dran. Zwei scheinen aus einer Charge und identisch zu sein. Die dritte hat einen separaten Namen. Aber das macht jetzt erstmal nichts. Ich gehe ja ganz pragmatisch ran und wähle jetzt mal eine aus. Damit habe ich hier eine Cam zugeordnet, da den zweiten Arm zugeordnet und da ist rot. Das heißt, die habe ich doppelt gehabt. Dann nehme ich den unteren Eintrag. Dann passt es wieder. Auflösung bei 800x600. 100 oder 1280x720. Muss man mal schauen. Der Rechner hier ist aktuell noch eher schwachbrüstig, dann ist eine geringere Auflösung manchmal ganz hilfreich. Speichere ich das Ganze mal. Na und voilà, hier habe ich jetzt schon mal drei Kamerabilder. Die sind in Teilen noch ein bisschen verrückt. Darum ist der nächste Schritt halt, die Dinger jetzt entsprechend auszurichten. Hier ganz oben sieht man dann übrigens so die durchschnittliche Framerate und die der einzelnen Cams. Aktuell mal gucken, das ist noch ein ganz, ganz einfacher Thin Client, der ist vielleicht ein bisschen zu schwachbrüstig, aber es macht nichts. Zum generellen Zeigen und Ausprobieren ist das erstmal gut. Und wenn dann meine schnellere Kiste kommt, dauert noch ein paar Tage, dann brauche ich die ja einfach nur auszutauschen. Denn so siehst du ja schon, ich habe ein Board registriert, ich habe drei Cams, die erkannt werden und jetzt muss ich sie nur noch ausrichten. Und das mache ich jetzt so, dass ich hier erstens an dem Board mir Dartpfeile reinstecke und zwar auf das Doppel 20, Bullseye und die Doppel 3 und dann nochmal drei Pfeile quasi links rechts, einmal auf die Doppel 11, vielleicht nochmal die Doppel 6 und dann hier auf den unteren Kameraarm irgendwo zwischen 2 und 15. So, das hilft mir jetzt bei der Ausrichtung der Kameras, denn man soll es am Ende dann so im
Bild haben, also hier eingerichtet, dass man eben die Dartpfeile im Ganzen sehen kann, also inklusive der Flights. Und es sieht jetzt hier für diese Kamera schon mal gar nicht so schlecht aus. So wie ich es gelesen habe, soll man auch schauen, dass man möglichst gar nicht oder möglichst wenig vom LED-Ring hier sieht. Das kann die Erkennung beeinflussen, ebenso wie noch irgendwie andere Lichtquellen oder andere LED-Lichter, die man aus Schmuck oder so noch drumherum hat. Also idealerweise zeigen die Kameras ausschließlich die Dartpfeile, soweit natürlich gut ausgeleuchtet, aber eben ohne zusätzlichen LED-Ring. Je nachdem, wenn ihr selber LEDs da einbaut, die können zum Beispiel flimmern oder flackern. Dazu hatte ich mal einen Beitrag, was so Do-it-yourself-Lichtringe anbelangt. Ist aber ein anderes Thema. So, die dritte Kamera sieht eigentlich auch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Man sieht auf jeden Fall die ganzen Dartpfeile. Und die zweite Kamera werde ich jetzt einfach nochmal entsprechend ausrichten. Stelle ich mal die Kamera so hin. Das ist die Elva-Kamera. Also das ist mein linker Arm. Und wenn ich die jetzt bewege, ja, in die andere Richtung. Und das ist eben das Gute jetzt bei diesen Webcam-Armen und Stativen. Das ist super schnell mal eben eingerichtet. Wenn ich für mich dann weiß, wie das Ganze funktioniert, wie gesagt, dann nehme ich die Kameramodule von Ovi, heißen die, ich glaube 9732. Das sind kleinere Module, dafür habe ich schon die passenden Arme und Haltevorrichtungen gedruckt. Dann sind insgesamt die Arme auch ein bisschen schlanker als jetzt mit der Webcam. So, da sehe ich jetzt hinten zum Beispiel, der Dartpfeil ist noch nicht ganz zu sehen. Also werde ich das weiter nochmal nach unten drücken. Langsam der Lichtring an, also werde ich es mal so lassen. Und hier ist jetzt auch gar nicht so wesentlich, ob man den Zahlenring unbedingt sehen muss, denn darauf basiert gar nicht die Erkennung. Also der Zahlenring ist vollkommen egal. Darum könnt ihr bei Autodarts auch ohne Zahlenring oder mit jedem beliebigen arbeiten oder mit selbstgedruckten Zahlen, habe ich auch schon gesehen, sieht auch ganz cool aus. Also hier seid ihr eigentlich vollkommen frei. So, und das sieht ja für mich ganz gut aus. Safe brauche ich ja nicht drücken, weil die Kameras sind ja jetzt erkannt. Ich lasse das mal auf der Auflösung und jetzt wäre das nächste hier in die Calibration reinzugehen. Genau. So, und jetzt sehe ich hier eben ein Bild meiner Kamera. Die kann man hier durchschalten. Cam 1, Cam 2, Cam 3. Das sieht soweit gut aus. Und jetzt ist für jede einzelne Cam-Ansicht einen Punkt zu setzen zwischen 20.1, der 6.11, der 3.19 und der 11.14. Und es funktioniert auch eigentlich sehr einfach. Man nimmt sich das Ding hier mit der Maus, 11.14, in dem Moment wird das hier so eine ganz große Lupe und dann schaut man, dass man genau den Eckpunkt zwischen der 11 und der 14 erwischt. Das kann manchmal je nach Maus, aber auch je nach eingestellter Fenstergröße ein bisschen tricky sein. Darum kann man browserbasiert einfach mal Steuerung Plus-Taste drücken, dann zoomt man ja das gesamte Browserfenster und damit wird alles etwas größer. Ich mache das hier zum Beispiel jetzt mal auf 150%. Ich habe ja den Platz, mache den Browser hier auf Fullscreen-Modus. Mit F11 blende ich mir auch nochmal die Navigationsleiste aus. Und jetzt kann man nochmal nachkontrollieren. Jetzt ist dieser Punkt nämlich deutlich einfacher zu setzen. Und du siehst, ne, das springt hier manchmal in so einem Pixel hin und her. Ich habe jetzt auch nicht die allergenaueste Maus. Aber es lohnt sich, das hier wirklich gewissenhaft und gut zu machen. Denn darauf basiert letzten Endes das Gitter, werdet ihr gleich sehen, das hier über das Dartboard gelegt wird. Und damit steht und fällt ja schon mal ein Großteil der korrekten Erkennung. Gerade wenn Darts jetzt so in der Nähe von einem Draht und so weiter landen. So, die 3 und 19 ist da hinten. Also nehme ich mir diesen Punkt und ziehe den hier drauf. Zack, die 6 und die 10 ist hier, wo ein Dart steckt. Eigentlich hätte ich die auch rausnehmen können. Sollte ich jetzt auch mal machen. Dann so blockiere ich mich ja selber. Dafür brauche ich die Pfeile jetzt ja nicht mehr. Und die 20 und die 1, 20 und die 1. Zack, zu passen. Klicke ich hier unten auf Save. Ja, und schon gibt es hier rechts, und das ist auch total interessant, aus allen drei Kameraperspektiven, die ja schräg aufs Dartboard gucken, wird quasi eine komplette Draufsicht generiert. Und hier an diesem Gitter oder so leichten, ja, wie Schattenstrukturen wirkt es, sieht man dann schon, ob die Kalibrierung bzw. die Punktsetzung hier nochmal korrigiert werden sollte oder nicht. Jetzt war ich also schlau, die Dartpfeile drin zu lassen und habe mich damit selbst ein bisschen blockiert. Deswegen habe ich sie jetzt rausgenommen und nun kann ich auch die Punkte viel genauer setzen. Also gehe ich hier nochmal rüber und sehe auch schon, der 6er, 10er ist auch ganz leicht versetzt gewesen. Das ist genau die Ecke.
20-1er, der liegt auch ein Ticken außerhalb, da war auch ein Dart im Weg. Zack, sieht doch schon mal besser aus. 11-14, siehst du, ist auch leicht verrückt. Also da nochmal korrigieren. Und 3-19, nochmal ein bisschen setzen. Und jetzt nochmal abspeichern. Und das sieht jetzt schon mal etwas besser aus. Hier ist so ein ganz, ganz kleiner Ring, aber gut. Mache ich erstmal noch für die anderen zwei Cams. Dann bin ich hier auf Cam 2, habe wieder meine Punkte. 11 und 14, das ist hier unten. Zack. So, 3 und 19, das ist jetzt hier rechts, meine ich, genau. Zack, also ungefähr dieser Punkt. Die 6 und die 10 sind da ganz hinten. 1 sind hier beim Shot-Logo. Zack. Safe. Ja, und es sieht für mich schon mal nicht verkehrt aus. Rüber auf Cam 3. 11, 14 ist direkt hier vorne. Zack, Punkt setzen. Bandit-Logo unten. Zack, das nächste Ding. 1. Jo, wieder auf Safe gehen. Na, guck mal an. So, jetzt kann ich wieder über Steuerung-Taste Minus mein Browserfenster, ich sag mal, auf die übliche 100% Ansicht bringen. Ja, mal schauen. Und hier sieht man schon diese Triple-Segmente, das liegt so ein kleines bisschen außerhalb. Das heißt, der 11 und 14 Punkt ist vielleicht nicht so optimal. Er muss ein bisschen dichter ran. Ne, 9 und 3, aha. Ich glaube, manchmal lohnt es, nach dem Abspeichern hier nochmal zu kontrollieren und gegebenenfalls die Punkte eben da nochmal ein bisschen nachzukorrigieren. Ah, 20 und 1, siehste. So. Das sieht besser aus. Jawohl, so gefällt mir das. Also Cam 3, supi. Cam 2, hier nochmal gucken. Da scheint mir genau jetzt der rechte Rand, gerade am Triple sieht man es. Also gucke ich hier, das ist quasi der Bereich 6 und 10, dieser Punkt. Ja, und den könnte man auch korrigieren. Also ein bisschen weiter nach innen gesetzt. Aha, so leicht verschieben. Safe. Das sieht besser aus. Na, dann könnte man ja vielleicht an der 1er auch noch mal was korrigieren. Ja, hier scheint es die 11 und 14 und 9, 13. Also dieses Segment ist noch leicht nach außen verschoben. Also gucke ich doch auch hier noch mal kurz nach. Und 3, 19, immer die entfernten. Ne? Aha. Ja, es ist nicht viel, aber es macht offenbar schon was aus. 6 und 10 nochmal korrigieren. Nun hat ja das Shot Bandit ohnehin eine der dünnsten Spinnen von allen Dartboards, die auch noch super flach im Board liegen. Daher ist auch das Punktesetzen hier gefühlt tatsächlich so um ein Pixel nochmal zu verschieben. Aber ich glaube, die Sorgfalt lohnt. So. Okay, hier bei Cam 1, das gefällt mir nach wie vor noch nicht ganz so. 11 und 14, vielleicht doch ein bisschen nach innen verschieben. Da nochmal, aha, liegt ja auch außen. Zack. Das ist auf jeden Fall schon mal dichter dran. So gefällt mir das. Ja, und im Prinzip, das war's jetzt eigentlich. Genauso kann man das Ganze schon hernehmen, beziehungsweise ich würde jetzt keinen weiteren Aufwand betreiben. Gucke ich nochmal kurz in die Config. Alle Cams sind erkannt. Auflösung 800x600 bei 30 Frames pro Sekunde. Oben die Anzeige, wenn er denn läuft. Naja, die hat zu kämpfen, aber wie gesagt, da ist jetzt eine ein bisschen schwachbrüstige CPU drin. Mal gucken, wie das mit der Erkennung und Übermittlung läuft. Aber an sich ist das ja jetzt schon die Einrichtung. Kameras sind erkannt, Kamerawinkel sind eingestellt, Kalibrierung ist erstmal abgeschlossen. Je nach Kameralinse kann es natürlich eine Verzerrung geben, das nennt sich Distortion. Da gibt es dann hier im Autodarts auch nochmal einen extra Punkt. Das ist dann so ein bisschen aufwendiger zu machen. Da muss man so ein Checker-Pattern ausdrucken, also so ein Schachbrettmuster schwarz-weiß und das dann über die Felder und Kameras irgendwie umher, ja, bewegen. Aber ganz ehrlich, das mache ich halt dann, wenn ich für mich jetzt merke, dass das mit der einfachen Einrichtung partout gar nicht funktionieren möchte. Und wenn es jetzt ans Spielen geht, ist es sehr einfach. Hier habe ich jetzt mein Tablet bzw. Notebook mit Touch-Display und hier brauche ich jetzt nichts anderes machen als hoch, das habe ich jetzt gemacht, zack, meinen Browser aufzurufen.
in meinen Autodarts-Account reinzugehen. Und hier steht schon unten direkt Connected als Statusmeldung. Also mein Board ist online und es kann direkt losgehen. Ich könnte von hier aus auch jetzt in den Board Manager gehen, das ein oder andere noch einstellen oder konfigurieren. Aber bei mir scheint es jetzt zu funktionieren. Also mache ich jetzt mal mein erstes Spiel. Dazu gehe ich hier auf X01. Dann gibt es die Wahl 501er, Straight In, Double Out und so weiter. Das ist alles schon vorgegeben und eigentlich cool von den Optionen her. Maximal 15 Runden, man könnte ausbullen oder auch nicht, kann man einstellen, wie man es haben mag. Ich habe hier Match Mode First to Three Legs, ja warum nicht, kann man auch einstellen, Lobby, Public, Private. Ah, okay, also man kann dann entweder quasi ein offenes Spiel gestalten und in der Lobby darauf warten, dass jemand remote quasi auf dein Board mit drauf hüpft und mit dir spielt. Private gehe ich mal davon aus, das macht man dann für sich selber, um jetzt entweder mit Freunden zu Hause vor dem Board zu spielen. Ja, genau. Oder da ist es auch gegen einen Bot anzutreten. Den gibt es hier in 11 Level. Average steht dann auch schon da. Machen wir einfach mal Level 4. Zack. Und ich meine, bis zu 6 Spieler können online vor so einem Board spielen. Dann gehe ich hier auf Start. Na, das sieht doch gut aus. Also ein 501er gegen den Bot auf Level 4. In der Anzeige, guck mal, das ist auch wieder geil, gibt es hier unten direkt eine Live-Board-Vorschau. Obwohl 3 Kameras aus einem schrägen Winkel auf das Board schauen, gibt es eine Live-View, die jetzt die Dart-Pfeile, da wo sie stecken, direkt auch mit anzeigt. Hier oben steht dann der Spielmodus X01, 501 wird runtergespielt mit Single in Double Out. Ne? First to Three Legs ist der Spielmodus und wir befinden uns hier in Leg 1 und fertig. Ja, na dann, kannst ja mal losgehen. Einfach mal ein paar Pfeile auf die geile Autodartscheibe. Ja, guck, Olli startet mit einer 1A26. Und ist das nicht geil? Ihr könnt direkt auch die Pfeile sehen. Jetzt ist der Bot dran, deswegen zeigt er in der Simulation, wo der Bot jetzt getroffen hat, auch wo die Pfeile im Prinzip stecken. Ist echt ganz cool gemacht. Und nun bin ich wieder dran. Single 20, das passt. Ihr seht ja auch sehr schön, wo und wie der Pfeil steckt. Die 5 müsste hinhauen. Jawohl. Und so wie ich die Pfeile rausziehe, geht es automatisch weiter. Also so kommt dann auch schöner Spielfluss auf. Ich finde es auch schön, dass wenn der Bot durch ist, es direkt zu mir rüberspringt. Da kann man dann relativ flink und flüssig miteinander zocken. Oder halt auch mal alleine zocken oder üben. Noch eine 45. Ja, und das stimmt. War einer auch nah am Draht und sieht gut aus. Oder schaut mal, ich meine, hier habe ich jetzt mein Tablet am Laufen. Und wenn ich hier rüber gehe, hier unten, ist ja der normale Monitor, also der Board-Monitor von dem Thin Client. Aber genauso kannst du dir das eben aufbauen. Ich möchte ganz gerne mit dem Thin Client mir einen größeren Monitor am Dartboard, entweder oben, drüber oder seitlich anbringen, zur Kontrolle, Einrichtung und so weiter. Und dann nutze ich eben mein Tablet und das habe ich dann in der Nähe von meinem Abwurfpunkt. Und so hast du eigentlich immer, ob am Board oder am Abwurfpunkt, eine schöne Kontrolle über den Punktestand, wie viel Rest du noch hast, welche Checkout-Wege du gehst. Ja, und letzten Endes auch, was oder wie der Gegner wirft. 88 Rest, Triple 20, Doppel 14, Original. Ah, das war ein scheiß Deflect. Sorry, sagt man nicht. 83, Chance verpasst. Mit dem Draht noch in die Single 4. Da war ein bisschen übermotiviert. Also vom Zählen her, ich musste noch nichts korrigieren. Bot macht mich gerade platt. Ist in Ordnung. Zur Kontrolle, da weiß ich noch nicht, ob der mal automatisch weiterschalten kann. Aber man sagt dann einfach hier, zack, Next Leg. Yo, so. Bot legt dann schon mal vor. Alles klar. Also super vom Flow. Und wie das Ganze funktioniert und aussieht, bin ich erstmal echt angetan. Schöne Sache. Ja, mit einer soliden 60 starten ist doch super.
Die waren auch eine enge Gruppe und alles wird ordentlich erkannt. Yes, wenigstens der klappt mal. Check ins Wein. Yes, wenigstens korrigiert. Schönes Finish und hier nochmal die Sichtkontrolle. Also da kann man so ein bisschen sehen. Okay, hier auf dem Monitor kann man es noch viel besser sehen, wo die entsprechend stecken und wie interpoliert wurde. Naja, und am besten kann man es natürlich hier live am Dartboard sehen. Einmal die Single 19. Zweimal Tops. So, am Ende vom Spiel gibt es Statistiken und es gibt zum Beispiel auch hier so eine wunderschöne Trefferpunkte-Map. Wenn ich es richtig sehe, die ist fürs gesamte Match und dann kann man hier wie immer die Statistiken Leck für Leck durchgehen. Ah, okay. Das wechselt offenbar immer je nachdem, wer Anwurf hatte. Ich habe angefangen. Da war ich links, dann rutsche ich nach rechts, dann rutsche ich wieder nach links, dann rutsche ich nach rechts. Ah, okay. Das ist, glaube ich, dann nochmal so ein Ding. Da habe ich schon Feedback zu gelesen, ob man das nicht einfach auf einer Seite lassen möchte. Und der Punkt markiert ja dann eigentlich, wer jeweils den Anwurf hatte. Ja, und diese Simulationsmap, wie ihr seht, gibt es dann auch nochmal von jedem einzelnen Leck. Ja, das letzte war so richtig Streuselkuchen. Aber das davor war ja ein sauberes Leck, jawohl, mit einem 62er Average und 81er First Nine, 99er Finish. Ja, das ist das, wo ich ganz gerne mal hin möchte. Aber gut, was soll ich sagen? Drei Webcams gekauft, einen einfachen Thin Client, Haltearme 3D gedruckt, bisschen Bastelarbeit. Wenn du aber weißt, was du brauchst und wie es geht, kein Thema. Software kostet ja nichts. Die einzurichten, finde ich, ist jetzt kein Hexenwerk. Im Wesentlichen einmal kostenlos registrieren, eine Board-ID und einen API-Key generieren, das über den Board-Manager reinkopieren, gucken, dass die Kameras erkannt werden, einmal die Kalibrierung machen, 4 Punkte für jede Cam. Naja, und genau so spiele ich jetzt hier durch. Also Autodarts auch in dem Zustand macht mir bereits Spaß. Und ich würde sagen, ja, der meiste Aufwand besteht halt darin, sich die passenden Hardware-Komponenten zusammenzusuchen, beziehungsweise für sich eine Entscheidung zu fällen, wie will ich das Ganze haben und es dann so halt aufzubauen. Wenn es dann aber einmal steht, dann finde ich, ist die ganze Software mit der Einrichtung und dem Spielen schon recht easy. Dazu kommt ja eben eine sehr, sehr gute Autodarts-Community. Also auf dem Discord-Server sind sehr, sehr viele Fragen eh schon beantwortet. Da lohnt es sich einfach auch immer mal, die Suchfunktion zu nutzen. Und es gibt so klassische Threads, gerade auch in der deutschen Community, wie den Hashtag Allgemeines, Hashtag Mini-PC, Hashtag Kameras, Hashtag Erweiterungen, wenn es um Caller-Stimmen oder noch andere Sachen geht. Und da gibt es wirklich interessante Kombinationen, die letzten Endes auch stromsparend laufen. Und darum finde ich das zum Beispiel mit so einem Thin-Client, der Linux-basiert ist, eine geile Sache, weil der ist lüfterlos, also macht keinen Lärm. Das Linux ist super performant, verlangt nicht viel Hardware. Und die gibt es kostengünstig und ist am Ende eben stromsparend. Ja, preismäßig, was kommt bei mir jetzt zusammen bei der eingesetzten Hardware? Da rechne ich einfach mal grob für die drei Haltearme, die ich mir selber drucke, also mindestens mal auch Material verbrauche. Wenn ich da eine Rolle Filament für verwende, so Daumen mal Pi, dann sind es, sage ich mal, grob 20 Euro. Die Recheneinheit, der Thin Client, kam mich 30 Euro. Tastatur, Maus habe ich jetzt kabellos dran, die hatte ich noch. Muss ja auch nicht das totale Gaming-Equipment sein. Da reichen ganz, ganz einfache gebrauchte Sachen. Sage ich mal 5 Euro für eine Tastatur, 5 Euro für eine Maus. Ich habe selber von Logitech kabellose Mäuse für 5 Euro das Set gekauft. Also das macht den Kohl nicht fett.
Nehme ich also grob 10 Euro drauf. Eine Netzwerkkarte, dass du also per Kabel an deinen Router gehen kannst, ist verbaut. Ich hatte keinen Bock, hier Kabel zu ziehen. Der Router ist ganz weit weg. Deswegen habe ich hier einen Wi-Fi-Adapter drin. Ich habe hier den von Vonage. Der ist klein, kompakt. Den habe ich aber auch schon am Skolia. Der funktioniert einfach super. Deswegen habe ich den auch hier an den Thin-Client gebastelt. Das sind dann nochmal 30 Euro. Kriegst aber auch ganz einfache USB-Wi-Fi-Module. Und die kosten dann zwischen 5 bis 15 Euro maximal. Also das geht auch günstiger. Klar brauchst du Kameras oder Kameramodule. Da habe ich jetzt im Schnitt so 10 Euro gezahlt, 3 Stück, also 30 Euro. So, und jetzt willst du ja in irgendeiner Form spielen und die Anzeige sehen, also brauchst du einen Monitor oder ein Tablet. Auch das Equipment habe ich hier, aber wenn ich mal gucke, so ein Full-HD-Monitor, also 1080p Auflösung, reicht vollkommen aus. Muss auch nichts Besonderes sein, kriegst du auch auf eBay günstig. Dann sind das 40 bis 50 Euro. Und dann hast du manchmal ein bisschen Klötterkram. Bei mir musste ich jetzt an den Thin Client zum Beispiel für mein HDMI-Kabel einen entsprechenden Adapter von diesem kleinen DisplayPort auf HDMI nehmen. Ja, den habe ich für 5 Euro nochmal separat gekauft. Und je nachdem, wo, wie du dann deinen Rechner hinstellen möchtest, willst du vielleicht die USB-Kabel von deinen Kameras nochmal verlängern. Solche USB-Verlängerungen kriegst du auch für 4 bis 10 Euro, je nach Länge und Güte und wo du das bestellst. Das sind aber halt so kleine Sachen, die hier und da vielleicht noch dazukommen können. Das heißt, bei mir komme ich jetzt auf einen Gesamtpreis von ungefähr 180 Euro. Gut, ich habe jetzt noch das WinMore Plasma unterschlagen. Wenn du ein Target Corona oder WinMore Plasma hast, wovon ja auszugehen ist, dass du bereits schon Dartboard-Equipment mit einer Beleuchtung hast, aber halt analog und jetzt auf Autodarts kamerabasierend wechseln möchtest, dann ist es ja keine Zusatzinvestition. War halt schon da, wie viele andere Sachen auch. Das heißt, wenn du ein absoluter Preisfuchs bist, kannst du dir auch noch den LED-Ring selber drucken oder drucken lassen, dazu einen günstigen LED-Streifen selber einkleben. Kommst du bei so einem System auf jeden Fall preismäßig schon in einen Bereich, wo ich sage, das sind so um die 100 bis 120 Euro. Und natürlich, je nach Komfort und so weiter, ist die Grenze nach oben auch offen. Du kannst auch 250, 300 Euro für deine Anlage ausgeben. Etwa wenn du dir einen kleinen Mini-PC, der auf Windows basiert, kaufst, weil die kosten so 70 bis 120 Euro. Da ist die Range relativ groß, dann musst du halt gucken. Also ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Und ich denke, das wird meine Anlage hier auch. Der nächste Beitrag zu Autodarts wird dann womöglich schon komplett neues Setup in meinem neuen Dartraum zeigen. Mit eben den schlanken gedruckten Kameraarmen, den anderen Kameramodulen. Und dann wahrscheinlich schon so integriert, dass das alles recht sauber und clean aussieht. Also das ist zumindest so meine Vision. Und dann sind die Dartboards entkoppelt, ich habe da einen geilen Monitor, habe alles kamerabasiert zum Zählen und kann das super easy verwalten. Naja, soweit habe ich es jetzt gebracht. Also wenn du gerade mal so ein, zwei Hunnis auf Tasche hast, vielleicht auch ein interessantes Projekt für dich. Danke fürs Reinschauen, danke für eure Kommentare. Wenn du solche Geschichten hilfreich findest, die nächsten nicht verpassen möchtest, dann auch sehr gerne den Abo-Button drücken, wenn das noch nicht geschehen ist. Lieben Dank! Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli.